Marcelito Pomoy, endlich wieder ein neues Video mit ihm, ein neues Reaction-Video. Wir kennen ihn ja schon hier auf diesem Kanal. Ich war so begeistert, wie er diese zwei Stimmen nachgemacht hat. Aber nicht nur das, nicht nur das Stimmtechnische, sondern vor allem auch seine unglaublich liebevolle Art, die mich so fasziniert hat. Also möchte ich gerne mehr von ihm kennen. Und wir werden jetzt hier zu dem mega bekannten Stück The Power of Love, kennen wir ja von Jennifer Rush, dann uns dann anschauen mit ihm, wie er das wohl macht. Ich bin auch schon gespannt. Ich habe es noch, ich kenne das Stück natürlich, ich musste das auch immer mal wieder singen, aber mit ihm habe ich es jetzt noch nicht gehört. Wer neu ist auf diesem Kanal, gerne abonnieren, auch um diese großartigen Künstler wie eben Marcelito zu unterstützen und zu verbreiten im deutschen Raum. Ich finde, die sind ja noch, also so Leute wie Marcelito oder Liodra oder Morissette sind hier noch viel zu wenig bekannt. Und auch die Marsch muss verbreitet werden, auf jeden Fall. Und deswegen freue ich mich natürlich immer über Teilen, Daumen hoch. Und wer es noch nicht hat, ich habe ein kostenloses Videotutorial auf Stimmbildung online. Da zeige ich euch 7 Tipps für eine ausdrucksstarke Stimme. Wir sehen uns wieder nach dem Intro. Ich sehe gerade, das ist wieder Wishclusive, also wahrscheinlich wieder Wishbox oder Wishbox Bass. So, machen wir mal. Okay. Der Anfang war natürlich durch dieses Intro ein bisschen gestört, so, aber davon, das blenden wir jetzt mal aus innerlich. Aber ganz am Anfang muss man sich schon konzentrieren. Also wenn ich es jetzt so eben mal im Radio gehört hätte, da muss man sich konzentrieren zu hören, dass es erstmal ein Countergesang ist. Denn er hat dann doch schon so sehr, sehr helle Anteile. Und jetzt, wenn er weiter singt, kommt das Männliche dann noch ein bisschen mehr raus oder eigentlich viel mehr raus. Wow, ne, dieser hohe Ton davor, so soft. Und er ist ja, es klingt ja schon so in Richtung sehr weiblich, aber ich finde ihn trotzdem auch irgendwie sehr männlich, auch sehr süß und attraktiv. Und dann, wenn er diese Höhe macht, ne, also komplette andere Art dann zu singen, also viel mehr Belting, aber so leicht, so weich, so schön, weiter. Okay, das Spannende, er singt ja den Text, er hat das jetzt nicht irgendwie geändert oder so, sondern wirklich Chorus, I'm your lady and you are my man. Also er will ja auch in dem Zusammenhang etwas weiblicher klingen. Man hat es ja auch mal als Frau, dass man aus der Männerperspektive, das kommt öfters vor, ne? Im klassischen Gesang alle Nase lang. Und dann kann man ja auch so sehen, er singt das, wie seine Frau ihm das gesungen hat. So kann man es auch sehen, ne? Aber ich bin immer noch so hin und her gerissen, ne? Will er jetzt eine Frau irgendwie imitieren oder ist er voll im Countergesang drin?
Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so eine unglaublich individuelle Stimme, die irgendwie alles beeinflusst, also alles beinhaltet, alle Geschlechter, so von meinem Gefühl her, ne? Zärtlich. Verschiedene Farben, ne? Einmal macht er, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Einmal macht er noch mal so was Helleres, so eine frechere Farbe, und dann switcht er mit ganz verschiedenen Nuancen zwischen leichte Stimme und richtige Beltstimme. Und man hört richtig in der Stimme, dass er sehr, sehr flexibel damit umgehen kann und wirklich auch selbst bestimmt, was passiert da jetzt musikalisch oder eben stimmtechnisch. Also eine große, große Beherrschung. Und glaub mir, dieses Switchen von verschiedenen Techniken, das ist so wahnsinnig schwer. Eine Technik schon sehr, sehr gut zu machen, das ist ja schon eine Riesenherausforderung. Aber das. Sehr weiblich, dieses Man. Das, ne? Also jetzt diese Phrase fand ich mega hell und weiblich klingend gerade. Ist er immer so sehr bei sich. Vibrato! Oh, wie schade, unterbrochen würde das. Ich finde diesen Mann so liebenswürdig von seinem Ausdruck, wie er
Also man kann schon sagen, irgendwie niedlich, man will den irgendwie knuddeln und gern haben, und er ist so bescheiden und so fokussiert auf seine Sache, so, er hat irgendwas Meditatives, wisst ihr, wie ich meine? An sich so was ganz, ich mache mir sogar Sorgen um ihn, dass er zu lieb ist, dass die Leute dann ihn irgendwie ausnutzen könnten oder an ihn zehren könnten. Und dabei so eine powermäßige Technik. Andere, die so singen, die wären total eingebildet und hätten so ganz viele Goldketten getragen und yeah, ich. Aber nee, er glaube ich, kann so berühmt werden, wie er nur will. Er wird, glaube ich, nie überheblich sein, ne? Also nicht im Ausdruck. Und es sieht, finde ich, auch sehr, sehr echt aus, wie er das macht. Also es ist jetzt nicht einer, der sagt, oh, ich mach mal einen auf bescheiden. Das kommt gut an. Nein, ich denke, der ist ein wahnsinnig authentischer Mann. Wenn nicht der authentischste von allen, zu denen ich reagiert habe jetzt. Wow. Ich möchte gerne mehr mit ihm machen. Ich habe jetzt schon gesehen, irgendwann stand da so, er singt mit seiner Tochter, mit so Cuteness Overload. Das werde ich auf jeden Fall angehen und nochmal raussuchen. Das wird in den nächsten Tagen dann auf jeden Fall rauskommen. Schreibt mir auch gerne in den Kommentaren, was ihr hier auf diesem Kanal noch hören möchtet von Marcelito Pomoy. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch schöne marzipanhafte Grüße aus Lübeck.